Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Randomizer Nuzlocke Hard Gold Ultra Krass mit Balui und Katze. Bei Rio, ich bin Balui. Mirio, ich bin Miri. Guten Tag, guten Abend, mein Name ist Katze, ich bin fein. Okay. So, wir fliegen jetzt erstmal irgendwo hin, wo es einen Computer gibt, würde ich sagen. Wo gibt es einen Computer? Gibt es hier einen überall. Computer? In jeder Stadt, außer in der, wo ich reingeflogen bin. Das ist soweit korrekt. Außerdem gibt es auch in jeder Stadt Häuser, die man auf den ersten Blick findet, außer in den Städten, wo du hinfliegst. Hui. Ganz Schnauze. Da konnte ich gar nichts für. Das war alles versteckt und verschlüsselt. Vier Häuser! Ich meine, wir können auch Bali rausschmeißen, weil wir das eh nie benutzen. Aber es ist unser einziges Elektro-Pokémon. Ja, aber es ist Level 30. Hast du das jemals benutzt 30, bisher? Level ja gut, nee, wenn das so slow ist, dann kannst du es rausschmeißen. Ich Level ja hatte gut. Ein Ho-Oh überhaupt, 45. Dann ist das ja gerade mal beim gleichen Level wie unsere restlichen Pokémon. Ja, das ist doch positiv. Hippopotas. Und ich meine, schwierig. Schwierig. Superfishy ist theoretisch jemand, den man noch auswechseln kann. Ja. Also der zweite Pflanzler. Das stimmt, den benutzen wir auch eher selten, aber auch hin und wieder. Ja, wir benutzen ihn aber momentan. Brauchen wir den Whirlpool jetzt für die Siegestraße? Siegestraße kann ich dir nicht sagen. Ich kann mir vorstellen, dass wir Kaskade für die Siegestraße brauchen. Ja, das brauchen wir, ja, aber das haben wir auch so dabei. Aber also nicht für die Siegestraße, sondern für den Weg zur Siegestraße von hier aus. Ja, wir lassen es jetzt erstmal so, würde ich sagen. Und dann machen wir uns auf den Weg. Ja. Wir schaffen das. Komm, mal ein bisschen Motivation hier. Meine Motivationsrede halten. Meine lieben Freunde, wir sind an diesem Punkt angekommen, weil wir mit viel Herz und Verstand und Zusammenhalt es erreicht haben, hierher zu kommen. Wow. Eine gute Rede, vielen Dank. Blaulee ist der perfekte CEO. Meine Damen und Herren, wir haben dieses Jahr sehr viel Umsatz erzielt, weil wir viel Umsatz gemacht haben. Ihnen bringt das natürlich nichts, sondern nur mir. Aber vielen Dank. Ich werde Ihnen mit fachlichen Einzelheiten nichts Genaues sagen, aber ich kann Ihnen nur mitteilen, Geld. 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 Oh, darf Seien ich das froh, jetzt fangen? Geld. Dann müsstest du eigentlich. Nein, darf Zone ich nicht, war wir schon. Haben das schon. Ja, rechte Zone ist aber theoretisch Fangzeit. Also du kannst hier fangen. Ja, aber Myrapla nicht, weil wir das schon hatten. Jawohl. Es hat einen Pokéball. Das hatten wir schon. Ja, es hat einen Pokéball. Natürlich haben wir das schon. Ja, das hatten wir schon. Dankeschön für deine Hilfe. Ich würde aber allgemein. Gerne. Dann ach, ein Kerl. Packen, hey. Hey. Was gut. Geht ab? Soll ich dir was sagen? Du hast eben den ersten Schritt gemacht. Nice. Wirf mal einen Blick. Soll ich dir was sagen? Du hast eben den ersten Schritt Richtung Kanto gemacht. Nochmal. Wirf mal einen Blick auf deine Karte. Du hast den ersten Schritt Richtung Kanto gemacht. Wirf doch mal einen Blick auf die Karte, denn du habt hast ihr das Pokémon entdeckt? Kanto gemacht. Wirf doch mal bald einen Blick bei Spotify. Ja, auch YouTuber müssen gucken, wo sie bleiben. Ne? Die Einnahmen sind nicht mehr das gleiche wie früher. Kauft euch den Song für 2 Euro bei Amazon. Weißt du was? Miri könnte einfach aus allen Folgen unsere besten Lieder zusammenschreiben und würde dann ein Milliarden Album machen. Ich schreibe dann alles rein. Das Bamika-Album. Und dann nehmt ihr das in Ruhe nochmal auf und dann. Das Bamika-Album, jegliche Songs, die Blauli und Items zusammen gesungen haben. Und zum Mitsingen, Karaoke-Version. Genau, zum Mitsingen. Und als Spezialding für die Musiker, Miris Facepalm-Geräusch als Metronom. Ach, das darf ich fangen. Wir könnten auch Noten rausbringen, das ist gar kein Problem. Alakazam. Simsala. Ich würde Meisterball benutzen. Das ist ein cooles Puck, okay. Der hat einen Ossi-Dialekt. Ich würde mal gerade auch. So, er hatte 10 Minuten. Wir haben leider nichts, um es zu schwächen, weil es aus irgendeinem Grund nur Level 22 ist. Kann mir das mal einer erklären, warum das Ding nur so einen niedrigen Level hat? Das sah jetzt Hundeauge ein. Es hat uns erkannt. Ja, das wird jetzt lustig.
Ich habe ja nichts dabei. Das. Warum ist das Vieh Level 22? Wir sind inzwischen auf dem Weg zur Liga. Warum sind die nicht höher im Level, hä? Ich werde das Ding niemals so fangen können. Oh, der Löffel. Oh nein, es hat einen Löffel kaputt gemacht. Wir haben nur 12. Wie soll ich denn damit einen Simsala fangen? Simsala, warum tust du das? Nein! Gleich setze ich wirklich aus Versehen den Meisterball ein. Haben wir nicht irgendwo noch einen Tackle-Angriff auf irgendeinem Pokémon oder Ruckzuck-Hieb? Und du meinst, ja, dass, selbst, nee, dass wir sind doppelt so hoch vom Level. Das ist halt echt schwierig. Ja, ich gebe dir jetzt Erlaubnis, mit dem Ball hier das Ding anzufangen. Einfach um das zu beenden an der Stelle. Okay. Simsala, warum hey, das tust du nutzen das? Simsala. Attacke. Jetzt. Oh. Nimm den Timerball. Ja, aber wann ist lang genug für den Timerball? Bald. Okay, wir setzen als nächstes den Timerball ein, weil es Baldui gesagt hat. Autsch. Los, Timerball. Nice. Oh, wow. Das hat ja gut funktioniert. Ja, jetzt hör auf, den Löffel kaputt zu machen. So dringend brauchen wir dich nicht. Jetzt bleib in dem Hyperball oder stirb. Ich glaube, es will sterben. Es hat den einfachen Weg genommen. Aussetzer. Miri kann keine Bälle mehr werfen. Ach, komm schon. Cameron würde es auf jeden Fall nicht treffen. Ja, das glaube ich auch. Simsala. Simsala. Ich weiß, kommst auf die stille Treppe. Du kommst auf die stille Treppe, genau. Auf die tote Treppe. Oh Mann, und dann wackelt es auch immer so oft. Oh, jetzt hör doch auf mit dem Löffel. Hör mal, du wackelst am Ohrfeigenbaum. Ja, das tut es. Ja, toll. Dankeschön, Simsala. Vor allem hat es bald Cameron besiegt, wenn es so weitermacht. Wer ist denn am schwächsten? Super Fischi, was hat das für Attacken? Tackle, setzen wir das doch ein. Wenn es das down macht, dann ist das nicht mein Problem. Das hat es sich selbst zuzuschreiben. Uiuiui, jetzt hat er jetzt wieder erkannt, dass du Super Fischi bist. Oh. Gut, dass wir es umbenannt hätten, sonst hätte er ja erkannt, welches Pokémon das wäre. Oh, guck mal. Nochmal kann ich es aber leider nicht angreifen, weil dann ist es down. Ja. Das hat es aber verdient, von einem Tackle besiegt zu werden. Ja, läuft weiter. Ah ja. Aha. Ah ja. Herzlichen Glückwunsch, Miri, zu deinem Simsala. War der volle Lemming, bis es gemerkt hat, dass es überleben wird. Wie nennen wir es? Arschkeks. Ich glaube, das passt nicht rein. Wir nennen es A-Keks. Bevor da das Spiel was gegen sagt. Nachher darf ich es nicht so nennen, weißt du? Das könnte sogar passieren, ja. Das ist ein A-Keks. So. Da gehört es auch hin. In die Box bei Bill. So. Kugelblitz. Was ist das schon wieder? Für Elektro-Pokémon? Aber wir haben ja kein Elektro-Pokémon mehr dabei. Ist nicht dieses Item für Pikachu, dass das so krass wird? Ich habe keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher. Oder das, was man ihm zum Züchten geben muss, dass Pichu dann Volt-Tackle hat? Irgend so ein Mist. Das ist ein Pantimimi. Gut, dass ich Simsala gefangen habe. Das war ja, das wäre ja enttäuschend gewesen, Pantimimi. Wieso? Das ist ein Level up und das hat sich entwickelt und dann wäre es auch zu einem Simsala geworden. Ah, hätten wir zwei Simsala gehabt. Was? Was? Das sieht aus wie ein Top-Trainer. Ja. Dum, 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 du, du, dum, dum, dum. Hui. Du, du, dum. Hä?
Was? Ich kann nicht zurückfliegen! Ich kann nicht zurückfliegen! Mayday, Mayday! Ich wollte neue Pokébälle kaufen, weil wir hier neue Pokémon fangen können. Oh, je. Oh, dann nicht. Geh einfach nicht ins Wasser. Ins Gras. Geh nicht ins Wasser. Auch nicht. Okay, danke. Geh nicht ins Wasser, da ist tief. Ich meine, wir haben ja noch den Meisterball zur Not. Hi. Ich bin Miri. Huch, hier kommen nur selten Menschen vorbei. Bist du hier auf Lehr- und Wanderreise? Lehr- und Wanderreise. Ja, Miri, kannst du mal was lernen und wandern. Ja, ich kann lieber lernen und wandern. Ja, sag ich jetzt mit deinem Rayquaza? Pantimimi. Hab ich das schon mal irgendwo gesehen, wo sie das wohl gefangen hat? Überraschung. Was ist das? Psycho, oder nicht? Ja, die Vorentwicklung von Pantimos. Ja, aber vielleicht hat es da noch nicht Psycho. Was soll es sonst haben? Säugling? Fee. Genau. Gibt's ja aber noch nicht. Genau. Oh nein, da kommt wieder das Togekiss. Oh, shit. Wen setze ich ein? Was kann Warte mal, aber Togekiss ist ja jetzt der Drache. Der Drache Togekiss, da hast du recht. Hallo? Wie viel Schaden macht das so? 3. Erstaunlich viel. Wir werfen Steine drauf. Weil das immer eine gute Idee ist. Einfach Steine auf Pokémon werfen, das funktioniert schon. Ich auch dafür, ja. Hilft's? Nicht zurückschrecken. Viel hilft viel. Nein, ich hab nicht zurückschrecken gesagt, Cameron. Du musst besser zuhören. Das könnte auch mal verfehlen mit seinem blöden Luftschnitt. 3. Aldrasam. 3. Ja, jetzt crittest du. Ist klar. Wieder gut. I did good. Das hat dich lieb, Miri. Das hat dich lieb. Ein Mankey. Oha. Was setzt man gegen ein Mankey ein? Richtig. Baloi. Blauli, Gift, weil Mankey ist Feuer. Gift verbrennt Feuer. Hä? Wir können ja aber die Regeln ändern. Du musst Feuer mit Gift bekämpfen. Genau. Ah. Warum? Das hilft. Oh. Ah. Es wollte mich werfen. Höflich. Ich weiß zwar nicht, wie ein Mankey ein Arktos wirft, aber wird's schon. Er ist stets bemüht, würde ich sagen. Er gibt sich Mühe. Ich fürchte, der nette Herr vor dir oder die nette Dame vor dem Höhleneingang ist nicht ganz damit zurechtgekommen, wer oder was wir sind. Ich das bin ein Haus. Miri. Ich würde in das Haus reingehen. Hallo? Hallo, Omi. Ho, ho. Nein, Ho-O heißt das Pokémon. Wohin bist du mit deinen Pokémon denn unterwegs? Ist deine Verbindung zu ihnen stark genug, dass du dir zutraust, in der Pokémon-Liga zu siegen? Lass sie mich doch mal sehen. Nur dein Pokémon vertrauen dir wirklich. Ich freue mich immer, wenn ich einem guten Trainer begegne. Hier ein kleines Abschiedsgeschenk, weil jetzt alle Pokémon in der Pokémon-Liga sterben werden, oder wie? Ja, du kannst einen Leber kriegen und dann kannst du wieder beleben. Sandsturm. Sie fügt beiden Kämpfern Schaden zu, aber Pokémon vom Typ Gestein, Boden oder Stahl bleiben von ihr unberührt. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, den Schaden durch sie zu vermeiden. Aber naja, darüber kannst du dir ruhig selbst den Kopf zerbrechen. Dankeschön, das ist sehr hilfreich. Stell dir mal vor, du bist eine alte Frau. Du lebst komplett abgeschieden von der Welt. Ja. Und dann bist du Miri und du läufst hier so raus und musst deswegen jetzt wieder komplett zurück. Ich will zurück. Fliegen. Ah ja. Kann ich hier? Ich bin immer noch nicht nah genug. Toll, jetzt muss ich Schutz einsetzen, damit uns kein Pokémon begegnet. Das ist soweit korrekt. Wo ist denn der Schutz? Baloi, du weißt das doch. Nicht hier bei der Medizin normalen Tasche. Wahrscheinlich. Nein, nicht bei Medizin, in der normalen Tasche. Ja, nicht bei Medizin, habe ich gesagt. Musst du dich wiederholen. Wusstest du schon, dass nicht es hilfreich. Nicht bei Medizin ist? Nein. Das ja, Wasser ist übrigens tiefblau. Möchtest du hier Surfer einsetzen? Gerade das setzt Surfer ein. Jetzt. So. Jetzt fliegen wir zurück. Ich fliege in meine Lieblingsstadt. Nach Ebenholz City. Uhu. So, jetzt kaufen wir 500 Pokébälle. Pokébälle. Mindestens. Hallo.
Dankeschön fürs Heilen. Das war sehr nett. Und auf Wiedersehen. Geht deinem Team wieder gut. Ja, es geht ihnen wieder gut. Sicher, hast du mit ihnen geredet darüber? Ja, ich habe mit ihnen geredet. Was haben sie gesagt? Hallo. Habt ihr sie ordentlich behandelt? Was oder kann hatte ich sie bei dir kaufen? Kamerop hat meistens nur gesagt, Kamerop. Was ist der Aufschlussreich? Ich kaufe 71. Genau. Ist das all unser Geld? Vielleicht brauchen wir das noch. Ich gebe nicht all unser Geld aus. Okay. Ausnahmsweise. Wart mal. Abwechslung. Was verkauft der Nette hier oben? Oh, das sind Regale. Regale sind vollgestopft mit Pokémon-Artikeln. Ah. Ein Flottball, bitte. Das ist ein Netzbau und ein Okay, wir kaufen mal einen Finsterball. Vielleicht kommen wir noch in eine Höhle. Dann haben wir etwas Auswahl an Bällen. Vielleicht finden wir ein Pokémon, das in so einen grünen Ball viel besser passt, als in einen Hyperball. Ich denke auch, das ist dass ganz wichtig. Die Farbe ist das so ist wichtig. Es gibt ja Leute, die da wichtig beim Züchten drauf achten. Ja, richtig. Das muss einen krassen ja Ball haben. Oh, guck mal, da hinten. Das hat sich erweitert, unsere Karte. Wir haben das einfach selbst daneben gemalt. Ja, Paint ja und dann einfach... Ja, richtig. Leute, ich würde aber sagen, wie es hier weitergeht auf dem Weg zur Pokémon-Liga, seht ihr dann morgen bei Katz in der Folge. Bis dahin, macht es gut und tschüss. Bleibt schon feurig.